Deine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. So, dann gehen wir mal zu dem Typ da beim Altar. Tau. Altar des Übergangs. Oha. Also das ist gar nicht der, den wir da am Eingang von der Stadt der Toten getroffen haben. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Und du lebst noch. Das hätte ich nicht erwartet. Ach, das ist doch der gleiche. Dann werde ich dir nun helfen, ins Reich der Toten zu gelangen. Ja, das wäre sehr nett. Hier hast du den Trank. Trinke ihn und lege dich auf den Altar. Okay, dann trinken wir ihn und dann legen wir uns auf den Altar. So, wo haben wir den denn? Da. Kann ich den nicht hier... So, den Trank einnehmen und dann auf den Altar. Okay. Ja, der sah eben irgendwie so anders aus, gerade so im Schatten irgendwie. Dachte, es wäre ein anderer dann. Oh, was freigeschaltet. Geisterpirat bin ich jetzt. Okay, wir sind jetzt übergegangen in die Geisterwelt. Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf vier Geister treffen, die keine Ruhe finden. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir. Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Okay. Das Schädelzepter. Zurück wollen wir noch nicht. Alte Münze. Cool. Das war auch eine Quest. Noch ein Trank. Aha. Und dann finden wir also hier noch Sachen, die wir so in der... im Diesseits nicht gesehen haben. Oh, das sieht ja nice aus hier mit... Aha. Das sieht alles ein bisschen anders aus, ne? Ist ja gut, dass wir die Sachen auch hier noch mitnehmen können. Speichern können wir auch in dieser Welt... So, also vier Geister müssen wir finden, die nicht ihre, also die keine Ruhe finden. Naele. Endlich, nach so langer Zeit ein neues Gesicht. Es ist schön, mal jemanden zu sehen, bei dem noch Blut durch die Adern fließt. Ja, bist du denn tot? Ja, na klar. Kannst du hier nicht weg? Kannst du hier nicht weg? Leider nein. Ich würde gerne... Aber ich kann nicht. Ich bin als Geist an diesem Ort gefangen. Seit 1000 Jahren bin ich verflucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu wandeln. Oh Mann. Ich würde mich zu Tode langweilen. Ich würde mich zu Tode langweilen. Habe ich schon versucht. Aber es funktioniert nicht. Zum Todlachen nicht. Ja. Und wie kann der Fluch gebrochen werden? Ich habe damals mein Artefakt missbraucht. Ich werde erst Frieden finden, wenn ich ein eigenes geschaffen habe, das stärker ist als der Tod. Was für ein Artefakt könnte das sein? Ein Schädelzepter. Es ist mächtig genug, um die Geister aus dem Jenseits zurückzurufen. Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß, darum bist du hergekommen. Wenn du mir die Zutaten bringen kannst, werde ich es dir überlassen. Ja, ich dachte, sie will das für ihre eigenen Zwecke.
Ja, wir fragen mal, was ist mit ihr passiert? Was ist mit dir passiert? Vor langer Zeit herrschte ich über das stolze Volk vom Stamm der Lüfte. Doch Mara versklavte viele Stämme und strebte nach Macht und Magie. Sie übergab mir das Amulett der Erde, um auch mein Volk zu unterdrücken. Eines Tages widersetzten wir uns und versuchten, sie zu töten. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert? 4 Chakas waren wir. Motega vom Clan des Wassers, Akando vom Clan des Feuers, Cusco vom Clan der Erde und ich. Jeder von uns war mit einem heiligen Artefakt bestückt. Ich konnte Mara am Ende mit Hilfe des Amulettes versteinern, doch wir versäumten, sie zu vernichten. So wandeln wir nun im Dunkeln und warten auf Erlösung. Du warst ein Chaka. Ist das nicht ungewöhnlich für eine Frau? Also gut, was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Na gut, nehmen wir erstmal das Erste. Du warst ein Chaka? Ist das nicht ungewöhnlich für eine Frau? Zu der Zeit, als ich den Clan anführte, war das nicht unüblich, junger Freund. Viele begabte Hexen hatten die Möglichkeit, Chaka zu werden. Aber nach den Titanenkriegen hat sich vieles geändert. Na gut, nimm mir das jetzt. Also gut. Was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Es wird nicht leicht sein, an die Zutaten zu gelangen. Wir werden sehen. Mein Schicksal ist unweigerlich mit dem der anderen Geister dieser Welt verknüpft. Ich brauche die Trophäe eines Jägers, den Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes und einen Gegenstand, der dem Toten gehörte, den man zurückrufen will. Rede mit den Geistern. Sie sind im Besitz dieser Gegenstände. Gut, ich werde sehen, was ich machen kann. Okay, gut, dann werden wir mal gucken, ob wir diese Geister finden und an deren Gegenstände kommen, die wir brauchen. Aber wir gucken auch natürlich hier nach Loot. So, oh, nicht mal im Geister, nicht mal im Jenseits können wir hier die Truhen öffnen. Ein Bauplan. Wofür ist der denn? Ja, mal gucken. Den Bauplan. Die sind unten, ne? Bauplan für einen Planbrecherbomber. Aha. Seelenkette. Haben wir 2. Mhm. So, noch was an Sachen, die wir mitnehmen können? Ne. So. Okay, die Welt ist an sich genauso. Aber hier sind sie anscheinend alle ein bisschen friedlicher, oder? Ja, hier brauchen wir nicht kämpfen. Motega, wer bist du? Ist es wahr, was meine Augen da sehen? Du siehst so lebendig aus. Ja, ich bin auch lebendig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht tot bin. Nach Scherzen ist mir leider nicht zumute. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gefangen und kann nicht sterben. Warum nicht? Mara hat mich verflucht, weil ich vor vielen Jahren wagte, mich gegen sie aufzulehnen. Und was ist damals passiert? Ich war es, der auf die Idee kam, Mara zu töten. Ich machte mich auf die Reise, um die anderen Häuptlinge um Hilfe zu bitten. Doch während ich weg war, wurde meine Familie von einem Silberrücken getötet. Oh, du hast deine Familie also zurückgelassen. Du hättest sie wahrscheinlich gar nicht retten können. Du hast deine Familie also zurückgelassen. Das hätte ich nie getan, wenn ich gewusst hätte, was passiert. Aber ich dachte, irgendjemand muss Mara aufhalten.
Den Gedanken kenne ich. Das Schlimmste ist, dass ich den Silberrücken nun Tag für Tag jage. Aber was ich auch tue, das Biest kommt immer wieder. Der Silberrücken ist hier? Ja, er ist in einer Höhle in der Nähe. Das ist Maras Strafe für mich. Wie wolltest du denn Mara töten? Wie wolltest du Mara denn töten? Mit Hilfe der Waffen, die sie uns gegeben hatte. Sie gab mir die Titanenharpune, um mein Volk zu versklaven. Ich habe mutig gekämpft. Aber, wie du sicher bemerkt hast, ist es uns nicht gelungen, sie zu töten. Ist mir nicht entgangen. Okay, was wäre, wenn ich dir helfe, den Silberrücken zu töten? Was wäre, wenn ich dir helfe, den Silberrücken zu töten? Das könnte funktionieren. Du lebst schließlich noch. Wenn wir es wirklich schaffen, das Biest gemeinsam zu erledigen, überlasse ich dir meine wertvollste Trophäe. Klingt gut. Okay, sehr gut. Lass uns den Silberrücken jagen gehen. Lass uns den Silberrücken jagen gehen. Ja, machen wir dem Vieh endgültig und für alle Zeiten den Garaus. Es wird endlich Zeit, dass er für immer verschwindet. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Los, komm. Ich zeige dir, wo das Mistvieh sich versteckt. Ja, sehr gut. Ja, gut, dass wir dann noch nicht hier lang gegangen sind. Ab jetzt können wir dem Biest jederzeit begegnen. Ich kann es schon spüren. Bist du auf den Kampf vorbereitet? Mach dir um mich mal keine Sorgen. Dann lass es uns beenden. Ja, muss ja, ne? Ich kann es kaum erwarten. Los jetzt! Ja, okay, ich speichere nochmal. So. Okay, dann bin ich aber gespannt, wo das Vieh ist und wie groß das wahrscheinlich ist. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie so ein Riesenvieh. Ah, oh, das ist ja. Naja, doch. Silberrücken sind ja schon groß, ne? Komm her! Du Silberrücken! Du Silbereisen. Genau, er ist von der Distanz. Etwa. Geht ja. Man muss immer nur draufhauen. Dann kann er nämlich gar nichts anscheinend. So, was haben wir denn? Ein Fell eines Silberrücken erhalten. Hoffentlich ist es sehr wertvoll, weil die gibt es anscheinend sehr selten in diesem Spiel. Kannst du dir vorstellen, dass ich dieses Biest seit 1000 Jahren nicht besiegen kann? Ist aber nicht so gut. So, der Silberrücken wird diesmal nicht mehr aufstehen. Der Silberrücken wird diesmal nicht mehr aufstehen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass das je ein Ende hat. Ohne dich wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen gewesen. Schon gut. Hier, nimm diesen Schädel als Trophäe. Du hast sie dir verdient. Ich spüre, dass meine Zeit nun endlich gekommen ist. Viel Glück auf deiner Reise. Meine hat endlich ein Ende. Ah, sehr schön. Freut mich, wenn wir jemandem hier helfen konnten. So, dann gucken wir nochmal hier ein bisschen rum, ob hier noch irgendwas gibt. Ah.
Trank des Rituals, Kugeln, Perle und Gold. Sehr schön. Ja, müssen wir also hier auch nochmal lang? Ja, machen wir mal, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Nicht, dass wir hier noch irgendjemanden übersehen, der Hilfe braucht oder so. Ah, Pokal. Immerhin gibt es auch neue Loot-Sachen in dieser Welt. Na gut, klappern wir nochmal alles ab. Hoffe, es gibt hier keine weiteren Silberrücken. Okay, ist nichts. Ah, überall da, wo diese Gräber wohl waren, ne? Ein verwirrter Geist. Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele. Kein verlorenes Ich. Aha, und wovon redest du da? Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es. Wir sehen es. Wir sehen Länder, Palmen, Menschen mit dunkler Haut. Mara. Marakai. Wir sehen einen Mann. Ein Pirat. Der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir sind, was wir sind. Ein Teil vom Ganzen und doch getrennt. Du bist also irgendwie nur die Hälfte von dir? Wir sehen, was wir sehen. Aha. Und was siehst du denn? Ein Schiff. Ein böser Mann. Vorsicht ist geboten. Tod den Verräter, sonst werden alle im Dorf sterben. Das zweite Ich. Ich schau mal, ob ich deine andere Hälfte finden kann. Der Wind geht durch die Wipfel, der Bäume am Strand, der Bucht von Marakai. Ich hoffe nur, es ist eine bessere Hälfte. Hinfort, ihr Winde, tragt uns hinfort zu den Stränden des Lebens. Aha, der kennt auch die Bucht von Marakai. Ich klaue ihm mal den Trank. Vielleicht hat er davon auch zu viel getrunken. Warte, ist da noch irgendwas? Nee. So, dann müssen wir wohl seine andere Hälfte irgendwie finden. Oh, ein Jadestein. Ah, Mist. Ja, ärgerlich schon, ne, dass wir da noch nicht so jede Truhe aufmachen können. Naja. Oh, hier. Ist das die zweite Hälfte? Meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Aha, was für Gebete? Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Okay, was ist denn los mit dir?
Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie und konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Darum verfluchte sie mich bis in alle Ewigkeit, auf das gleiche Schicksal zu warten. Okay, und wie kann ich dir helfen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe. Darin befindet sich ein weißer Diamant. Ah, die haben wir schon. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten. Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum mich je einer gebeten hat. Ja, das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. So, ich werde mal sehen, ob ich diesen Diamanten bekomme. Hast du eine Idee, wie ich diese Truhe öffnen kann? Aber das haben wir doch nur schon. Ich werde mal sehen, ob ich an diesen Diamanten komme. Ja, gut. Lass dir ruhig Zeit. Nur geh nicht wieder weg, ja? Nee, so einfach wird es sowieso nicht sein. Hast du eine Idee, wie ich diese Truhe öffnen kann? Es gibt leider keinen Schlüssel. Aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, einen zu erschaffen. Eine Voodoo-Hexe kann dir dabei vielleicht weiterhelfen. Verstehe. Achso, dann ist wahrscheinlich doch noch nicht der, oder? Oh. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin das Warten so leid. Okay, einen Moment, bin gleich wieder da.